Nacho, warte. Noch nicht. Hier noch nicht. Nein. Oh. Warte, mein kleiner Sohn. Hör mir zu. Ich habe heute ein Date, okay? Mit keiner geringeren als mit Nathalie von Knatterkuh. Nacho, verstehst du das? Das ist ein großer Tag heute für mich. Bin ein bisschen aufgeregt. Deswegen reib bitte deinen kleinen Schrumpelkopf an meinem Helm und bring mir Glück. Ja, okay, lass dich schon runter. Hallo, mein Name ist Mogi. Ich bin 24 Jahre alt. Und heute ist womöglich einer der größten Tage in meinem Leben. Mama, Papa, falls ihr das hier seht, ich hab euch lieb. Ich hoffe, ihr seid stolz auf mich. Heute gibt es mal wieder ein Date. Ich weiß, ihr freut euch drauf. Mit der einzigst wahren Nathalie von Knatterkuh, auch genannt Knatterlie. Ist ein bisschen kompliziert, ich weiß, aber ich habe mich aufs Date vorbereitet und ich überlege gerade schon wieder, was für ein Geschenk könnte ich ihr mitnehmen. Soll ich ihr meine Zahnbürste schenken? Ja, da habe ich selber keine mehr. Wasserkassentablette kann ich jetzt nicht mehr mitnehmen, das habe ich Xenia geschenkt. Bruder! Wohliges Winterglück Pflegebad, no joke, das nehme ich hier mit. Die bade doch selbst gern, das ist ein perfektes Geschenk. Und ey, übrigens, ich wollte eigentlich ein Hemd anziehen, Nathalie. Falls du das Video hier siehst, ich wollte wirklich ein Hemd anziehen, aber heute ist nicht so warm. Und ich möchte nicht krank werden. Wir sehen uns gleich wieder, wenn ich auf dem Motorrad bin, Freunde. Wird ein schönes Video. Ich habe lange auf diesen Moment gewartet. Ich finde schön, dass deine Hände ziemlich weit unten sind. Ey, meine Hand ist an deinem Rücken, jetzt lüg nicht. Ja, aber trotzdem ziemlich weit unten. Hast du Angst, dass ich dich sexuell belästige? Nein. Hast du gestern schon genug? Ey, hör mal auf, den Leuten hier Lügen zu erzählen. Ja, okay, das war nicht ernst. Wir haben heute ein Date. Freust du dich? Freust du dich? Ja. Ich habe ein Geschenk für dich dabei, okay? Ja, das wollte ich schon sagen. Das ist eingecremt, ja. Sieht sehr trocken aus. Du siehst sehr trocken aus. Bist du bereit für dein Geschenk? Wohliges Winterglück, Pflegebad mit wohlig würzigem Duft. Dankeschön. Ja, nice. Also ich dachte mir so, du badest ja auch sehr gerne, so wie ich. Ich hab's jeden Tag. Bist ein Feinschmecker? Mhm. Ich glaube, das ist für zwei Personen, also die Menge. Also ich habe ja auch so eine zu Hause und eigentlich reicht es auch für einen. Wartest du jetzt darauf, dass ich dich einlade? Wir machen weiter mit dem Video. Du hast ein sehr schönes Motorrad. Danke. Du auch? Willst du irgendwas dazu sagen? Kommt bald weg, weil es rot ist. Das sieht aber auch, also jetzt, ich will jetzt nicht zu nahe treten. Vielleicht ist es auch einfach nur, weil es dreckig ist, aber das sieht echt... Ja, das liegt auch wirklich am Dreck. Wir wollten es ja waschen, aber wir hatten kein Geld. Tut mir leid. Ey, du riechst gut. Was machst du denn? Mann? Ich hab an dir gerochen gerade. Warum zitterst du denn so? Zitterst du immer so? Nein, eigentlich nicht. Wie verkrüppelt ist denn deine Hand eigentlich? Schneid es nicht rein, ich zitter die Decken, ich bin wegen dir aufgeregt. Pass auf. Boah, ich hab dich gerade vor dem Tod gerettet, hast du es gesehen? Der hat dich fast überfahren, der Opi. Wie kann das denn so? Das ist ja überall verkratzt. Ich habe Taekwondo gemacht, 3 Jahre, als ich 13 war. Hör auf zu zittern jetzt. Sag mal was. Hi. Hi, na. Bist du öfter hier? Oh Gott, wir haben gerade beide den gleichen Spruch gebracht. Kannst du mein Motorrad drehen? Für den? Natürlich kann ich das für dich machen. Ich bin ein Gentleman und wenn eine Frau Hilfe braucht, dann helfe ich ihr. Weißt du, ich meine, so bin ich. Hast du eigentlich die Geschichte von mir gehört, als ich drei Waisenkinder aus dem brennenden Haus gerettet habe? Ich habe auch mal eine Delfinfamilie aus dem Zoo rausgerettet, die auch Waisenkinder waren und fast verhungert sind. Ich habe sie gestillt mit meiner Brust. Deswegen ist nichts mehr da, oder was?
mach mal dein. Ich will da jetzt nicht hinfassen, das kommt vielleicht. Ach, egal. Kannst du jetzt aufhören, da rumzufummeln? Ich fühle mich sexuell belästigt. Ich wollte sie nur zumachen. Eine Sache noch, bevor wir losfahren. Wir sind hier gerade in einem Gebiet, da kenne ich mich ehrlich gesagt nicht so gut aus. Oh, und ich würde einfach vorschlagen, richtig? Dass du vorfährst, ja. Ja. Ist das okay für dich? Nee. Doch. Von wo sind wir denn gekommen? Also ich würde sagen, wir fahren einfach mal nach rechts da, in die Richtung. Okay. Ich hätte nicht gedacht, dass du so groß bist. Wie groß bist du nochmal? Ich auch nicht von dir. Dass ich so groß bin? Ich dachte, du bist klein. Warum denkt jeder, dass ich klein bin? Ich check das nicht. Deswegen habe ich dich doch nach deiner Größe gefragt. Letztes Jahr. Fahr einfach los, okay? Fahr einfach los. Ach so. Pass auf, da kommt ein Auto, Nathalie. Langsam. Ich kann nicht mehr. Wie gefällt dir bis jetzt München? Lass ein bisschen Smalltalk führen. Gut, wir haben uns vorhin verfahren, also wir waren nicht wirklich in München drin. Ist es dein erstes gesehen. Mal, dass du hier in München bist? Ja. Kannst du mir mal nicht so nahe kommen? Kannst du mal einfach weiterfahren und mich nicht mehr anpumpen? Ich kann nicht mehr. Was hast du gefragt? Hast du den gerade gesehen, den Jungen? Der war voll glücklich. Wo lang? Rechts. Rechts, ja. Links. Nee, geradeaus. Oh Gott. Ey, bau keinen Unfall. Wir sind seit 10 Metern auf der Straße. Willst du jetzt nach links fahren? Das schneiden wir nicht rein. So, jetzt möchte ich kurz weitererzählen. Mir ist aufgefallen, dass die Ampelphasen hier extrem lang sind in München. Kann es sein? Nee. Doch schon. Nein, sind nicht länger als bei euch in Berlin. Doch. Nein. Die sind echt lang. Doch. Nein. Ah. Nein! Warte, ich habe jetzt eine Frage an dich und du musst sie ehrlich beantworten, okay? Also jetzt richtig ehrlich? Richtig ehrlich. Ja. Du hast mich ja ohne Helm gesehen. Du hast ja mein Gesicht gesehen. Aua, ja. Wie findest du mich eigentlich so? Also jetzt richtig die ehrliche Meinung? Ja, ehrlich, ehrlich. Also ich finde, du siehst anders aus als auf den Bildern. Also man denkt, du siehst anders, aber du siehst gut aus. Also ich finde wirklich, dass du gut aussiehst. Findest du, ich bin hübsch? Ja. Warte, ich muss runterschalten. Aber es geht nicht lange. Ja, okay, lass los. Ja, warte. Willst du mich fragen, wie ich dich finde? Nee, interessiert mich eigentlich nicht so wirklich. Sei mal nicht so. Ja, wie findest du mich? Bist nett. Wow. Magst du mich? Ja. We'll go on and on. Kannst du mich hören, wenn ich leise rede? Red doch mal leise. Kannst du mich jetzt gerade verstehen? Ja. Soll ich mein Sehner aus? Ja, mach mal aus. Nein, nicht aus, aber... Ich dreh kurz runter, ich höre jetzt wirklich nichts. Hörst du mich? Okay, Freunde, ich habe jetzt einen Plan, okay? Ich werde erst mit ihr tanzen, dann kann ich mein Tanzbein schwingen und sie sieht, dass ich Feuer im Blut habe und am Ende werde ich versuchen... Du kannst mich gerade nicht hören, oder? Gut, sie kann mich wirklich nicht hören. Am Ende werde ich versuchen, sie... zu küssen, Freunde, das kann ich jetzt nicht zu laut sagen. Kannst du mir einen Gefallen tun? Ja. Kannst du mich Papi Chulo nennen? Ja, okay. Sag mal. Papi Chulo? Nee, sag mal, Papi Chulo, wo fahren wir jetzt eigentlich hin? Papi Chulo, wo... Sag nochmal. Papi Chulo, wo... Deine Backen! Papi Chulo, wo fahren wir jetzt eigentlich hin? Lass dich überraschen, Schätzchen. Okay. Steig bitte ab. Ich helfe dir. Als ob ich jetzt deinen Arsch gefilmt hätte. Mach mal jetzt nicht den. Ja, du bist halt dein Arsch nicht. Interessiert mich nicht. Es kommt auf die inneren Werte drauf an. Und du bist sehr nett. Was für einen Tanz willst du machen? Was kannst du denn? Ich kann gar nichts, aber ich lass mich führen von dir. Ich hab doch gesagt, ich kann Hip-Hop-Dancehall in die Richtung. Also mit Hochwackeln und so. Nee. Ich brauche Musik dazu. Ich tanze jetzt. Ich mach Beatbox. Komm. Was kannst du? Ich mach Beatbox. Stell dich hin und tanz. Tanz! Ich kann das so nicht tanzen. Wir tanzen zusammen. Ja, okay. Was willst du denn? Ja, aber, naja, was wollen wir denn? Wir brauchen ja einen Tanz zu zweit, oder nicht? Tango? Kann ich nicht. Kannst du Tango? Nee. Du? Nee. Psst. Mach doch. Psst. Ich kann keinen Tango. Wie geht denn das überhaupt? Psst. Ja.
Machen die nicht irgendwie mal so und dann so? Warum du jetzt? Okay, das geht in eine falsche Richtung. Na, wie findest du es bis jetzt? Soll ich ehrlich sein? Ja, schon. Ich fand's wirklich gut. Echt, ja? Mag dich. Okay, ich dich auch. Ich liebe dich. Darüber reden wir nochmal später. Seh dich. Man sieht dich durch. Ich hab dich gerade geküsst, kannst du mal still sein? Ach so. Wie war nochmal mein Name? Dein richtiger jetzt? Nee, mein Name. Papi Chulu. Richtig, Schätzchen. Wollen wir uns nochmal küssen zum Abschied? Okay. Mit Zunge oder ohne? Ohne. Willst du vielleicht aber Musik dazu anmachen? Für den Kuss? Was willst du denn für Musik haben? Romantische. Deine Hand. Mein Nagel ist abgebrochen. Ich schwitze. Natalie. Du bist eine ganz besondere Frau. Ich habe den Tag mit dir genossen. Und ich möchte dich jetzt fragen, ob du meine Frau so werden möchtest. Ja, okay. Ja, cool, gut. Danke dir. Cool, dann schreiben wir einfach bei Insta und dann machen wir das Ganze. Cool, ja. Nummer hast du ja von mir. Hä, was machst du denn? Ja, was machst du denn? Ich wollte mich verabschieden gerade von dir. Achso. Alles Gute, mein Bruder. Freunde, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, dir jetzt auch gefallen das Video. Nochmal als Abschluss. Hast du gerade Bruder zu mir gesagt? Nein, nochmal als Abschluss. Wie fandest du das Date, gut oder schlecht? Ja, mit dem letzten Satz hast du gerade das komplette Date versaut, eigentlich. Das schneide ich einfach raus.